Guten Morgen, darf ich das noch sagen? Um 11 Uhr noch ein paar Zerquetsche, wie auch immer. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag, liebe Stella, Stella Burchardt. Ja, hallo Claudia. Oh, heute haben wir ja wirklich viele Themen auf der Pfanne. Also nicht nur, dass wir gemeinsam den Netzwerktag bestreiten am 10. März, der Genau. wiederum im Rahmen des Frauenmärz Frauen sichtbar stark stattfindet. Ja. Wir wollen ja auch etwas über deinen Workshop sagen. Stella, was bietest du am 10. März an? Was ist dein Thema? Wann bist du dann auch dran? Wo treffen wir uns dafür? Und dann wirst du uns natürlich ein paar Dinge darüber verraten, wer du eigentlich so bist und was du so machst. Genau, also jetzt muss ich gucken, wer wie wo was wann. Also erstmal, damit ich es nicht vergesse, um 11:45 Uhr bin ich an der Reihe nach der Uta und wir machen zufällig das Gleiche. Ich bin auch Grafikdesignerin, schließe daran an, mache aber was ganz anderes und mein Workshop, der beinhaltet das. Ja, Schreiben eines Buches, das ist das, was ich mache, das Gestalten und Schreiben von Büchern. Das ist so mein Herzensprojekt, was ich hier, wo ich den Fokus drauf lege in diesem Workshop. Aber natürlich schreiben wir kein ganzes Buch miteinander, sondern wollen kleinen Geschichten erstmal auf den Grund gehen, kleinen Erinnerungen, Details aus dem Leben und daran festhalten, auf die Suche gehen und schauen, was wir finden. Und ich glaube, dass jeder von uns etwas Tolles finden wird. Da bin ich ganz sicher. Genau. Und wir treffen uns im Goldenen Saal im Rathaus Schöneberg. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das eine ganz tolle Location ist. Das ist es definitiv. Der Goldene Saal heißt nicht nur, weil, ja, weil man den Namen da zufällig gefunden hat, weil er wirklich zauberhaft ist. Genau, Dein genau. Workshop-Thema ist, also du wirbst für das persönliche Buch. Genau. Zunächst einmal, was mir jetzt spontan kommt als Frage ist, wie funktioniert das? Bringen die Menschen, wenn sie dann das Herzensprojekt dir antragen, Texte und Bilder selber mit? Ist das praktisch fertig und du gießt es nur noch in Formen oder wie läuft das? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist bei jedem vollkommen individuell. Jemand kommt und hat den Wunsch, ich möchte mein Leben aufschreiben, habe eine Menge Fotos, aber noch als Dia oder nicht digital und Texte, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll. Und ich hole denjenigen, diejenige dort ab, wo sie gerade steht, mit dem Wunsch, irgendetwas daraus zu machen, ob daraus ein dickes oder ein dünnes Buch entsteht. Und dann schauen wir und gehen das Projekt an. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich unterstütze halt in jeder Situation. In Texten, das kann ich selbst tun. Oder ich arbeite mit Texterinnen meistens zusammen. Und die Gestaltung passe ich so an, was, je nachdem, was gewünscht ist. Ob viel Gestaltung nötig ist oder gewünscht ist oder nur Text, das ist ganz, ganz unterschiedlich, was da rauskommt. Und das macht es so spannend. Ja, also das ist ja schon, das klingt wirklich nach Netzwerkarbeit und da sind wir ja schon fast wieder beim Thema. Du bist an der Stelle auch ein bisschen mehr als Grafikdesignerin, das muss ich mal feststellen. Warum ist dir dieses Projekt so wichtig? Warum ist dir es eine Herzensangelegenheit? Ja, es ist eine Herzensangelegenheit, weil ich im Laufe meines Lebens im Kontakt mit anderen immer wieder festgestellt habe, dass viele Erinnerungen vielleicht noch da sind, aber es wird nicht mehr so viel darüber gesprochen wie früher im Familienkreis. Man hat sich so, ja, man hat sich auseinandergelebt und Ja, man aha. sieht sich bestimmt nicht mehr so häufig, wie früher Familien es getan haben und die Geschichten werden nicht mehr so häufig erzählt. Und wenn man sich trifft und zusammenkommt, dann spricht man meistens über die Gegenwart und die Zukunft, was kommt und nicht mehr so oft über das, was war. Und ich finde es so wichtig, das Gewesene, die Geschichten festzuhalten. Ja. Und ich finde das Buch nach wie vor, trotz der Digitalisierung, eine schöne Form dafür.
Und das ist mir wichtig. Da gebe ich dir recht. Gibt es aus den Projekten, die du schon betreut hast und denen du auch schon zum Leben verholfen hast, fällt dir da ein schillerndes Beispiel ein, das dir selber Freude macht? Ja, ich hatte gerade im letzten Jahr ein wunderbares Projekt. Na, das ist eigentlich schon im vorletzten Jahr ist das erste Buch entstanden und im letzten Jahr das zweite Buch. Und zwar ist es eine Oma, die selbst Geschichten für ihre Enkel geschrieben hat und auch illustriert hat für vier Enkelkinder. Jedes Jahr zu Weihnachten gab es eine Geschichte. Und diese Geschichten existierten in so Klarsichthüllen in Heftern und staubten so vor sich hin und sollen nun der nächsten Generation weitergegeben werden. Und der Wunsch der Mütter war es, das als Buchform mal zusammenzutragen. Und ich habe da gar nicht illustriert, ich habe keinen Text geschrieben, ich habe nur geholfen, diese Geschichten gut einzuscannen, den Text schön zu setzen und wunderschöne Bücher daraus zu machen. Und das war nur für diese Familie gedacht. Und vielleicht wird es irgendwann auch nochmal veröffentlicht. Das weiß ich nicht. Aber es war ein wunderbares Projekt. Ein Frauenprojekt war das tatsächlich. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und das hat dieser Familie so viel Freude gebracht. Und es sind unheimlich schöne Dinge. Und ich glaube, dass viele Menschen zu Hause in ihren Schubladen noch schöne Dinge und Ideen versteckt haben, die es wert sind, herausgeholt zu werden. Also. Ja, und den nächsten wieder verfügbar zu machen innerhalb der Genau. Familie. Genau. Oh, das ist schön. Ja, das war sehr schön. Ja, jetzt fällt es mir fast schwer, den Übergang zu finden. Ich möchte sagen, dass wir heute den 8. März haben. Das ist uns jetzt kein Geheimnis, das steht im Kalender, aber das ist zufällig auch der Weltfrauentag. Was bedeutet dir dieser Termin? Warum ist er dir wichtig? Ja, ich finde es ganz, ganz schön, ehrlich gesagt, auch diesen Tag als Feiertag zu haben, obwohl ich heute auch ein bisschen Arbeit habe. Aber es ist immer noch wichtig, daran zu erinnern, Ja. dass die Frauen ja immer noch Unterstützung brauchen und noch nicht vollkommen gleichberechtigt sind. Ja, Und ja. es ist schon viel getan und ja, ich freue mich, wenn wir alle dazu beitragen können, dass es noch besser wird. Ja, So. ja, ja, ja. Und deshalb sollte dieser Tag auch allen so wichtig sein wie dir, nicht wahr? Ja, das wäre Ja, schön. Männlein Ja, wie Weiblein, ja, ganz genau. Ja, in genau. diesem Sinne geben wir das natürlich an unsere Kinder weiter. Na klar. Der Frauenmärz ist übrigens auch so ein, gibt also die Antwort darauf, findet ja jährlich statt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Andere Bezirke machen das sicherlich auch auf ihre Art und Weise. Hier finde ich das besonders schön. In dem Rahmen findet ja unser Netzwerktag jetzt auch am 10. statt, unter dem Motto Frauen sichtbar stark. Gefällt dir der Titel? Ja, der gefällt mir sehr gut. Ach, ja, ich finde auch. Irgendwie hat Ja, er ja. zwar etwas Verallgemeinerndes, sodass jeder sozusagen sein Mäntelchen dazu findet. Auf der Ja. anderen Seite, ja, hat es genau diese Words, dieses Wording, was wir brauchen. Genau. Hier fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei. Das ist nicht so. Okay, ja, Ja, okay. jetzt geht's wieder. Okay. hast du dir, wenn man sich jetzt, wenn man so darf, gibt es ein Motto, das du dir fürs nächste Jahr wünschen würdest für den Frauenmärz? Ein Motto fällt mir jetzt gerade so schnell Ja. nicht ein, aber vielleicht die Frage, was haben wir bis zum nächsten Jahr geschafft? Wie weit sind wir persönlich gekommen? Was konnten wir vielleicht in dem Jahr schon mal bis zum nächsten Mal verändern? Gab es irgendwelche Schritte oder also ein Motto fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dranbleiben Finde ich sozusagen. gut. Also ganz ehrlich, ich bin von dem Einsatz begeistert, weil man könnte jetzt sagen, Frauen sichtbar stark, Doppelpunkt, wie weiter? Genau, so in dem Okay. Sinne. Dankeschön, hast mir sehr dabei geholfen. Ein paar Sachen, ein paar Takte zur UT, zum Unternehmerinnen-Netzwerk Tempelhof Schöneberg. Seit wann bist du eigentlich dabei und weshalb findest du den UTS?
so wichtig für dich? Ja, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich bin generell daran interessiert, mich zu vernetzen in irgendeiner Form und finde das eigentlich eine ganz lockere, entspannte Runde. Und mir gefällt auch diese Form des Speed-Datings, was wir dort öfter machen, sehr gut. Ja. In kurzer Zeit mal schnell erklären, was man macht. Und ich mag das einfach sehr gerne, mich mit anderen auszutauschen, die die gleichen Interessen haben und sich irgendwie gegenseitig zu unterstützen. Das Ja. finde ich wichtig. Und das ist eine Ja. gute Gelegenheit. Es ist nicht nur die Gelegenheit, was mir dabei auffällt, ist, dass es ja auch so eine Art Trainingseinheit ist. Ne? Ja, genau. Wir üben dabei Genau. ja auch innerhalb kürzester, ja, in wenigen Sätzen zu sagen, wer man ist, was man so tut, worin die Leidenschaft dafür besteht und weshalb es für andere wichtig ist, Genau. genau, mitzumachen. Ja, das stimmt. Ja, was versprichst du dir eigentlich? Also jetzt UTS, wie gesagt, weil jetzt in wenigen Tagen unser Netzwerktag, wir haben 11 Frauen am Start, die über ihre Themen sprechen und ihre Leidenschaften. Mal ist es ein Workshop, mal ist es mehr so eine Art kurzweiliger Vortrag. Andererseits treffen wir uns außerhalb und gehen auf Wildpflanzenjagd sozusagen und bereiten da etwas Frisches daraus vor. Und ich habe das Interview auch schon gehabt und finde das ja auch eine brillante Idee. So im frühen Frühling, also bevor der Frühling, also im Vorfrühling sozusagen, schon etwas auf Entdeckungstour zu gehen, wo man ja gar nicht denkt, dass es schon was geben könnte, aber offensichtlich gibt es das schon. Da gibt es also auch noch Neuheiten zu entdecken. Was erhoffst du dir aus diesem Termin mitzunehmen? Ja, ich freue mich einfach auf einen schönen Tag. Der wird lang werden. Und ich freue mich, dass wir, ja, jeder wird von jedem etwas mitnehmen und irgendwie ein bisschen was lernen können, was Neues entdecken. Und das ist einfach bereichernd auf allen Ebenen, würde ich mal so sagen, kann ich mir vorstellen. Und ja, und dann nebenbei kann man sich vielleicht verknüpfen, mit jemandem zusammentun, vielleicht mit jemandem zusammen an etwas arbeiten oder jemanden empfehlen. Das sowas finde ich immer wichtig. So, ja. Ja, da hast du recht. Das ist der Auftakt und das ist gleichzeitig der Auftakt für mehr, denn wir machen ja danach unser Programm innerhalb des Unternehmerinnen-Netzwerks Tempelhof Schöneberg weiter. Wobei das Tempelhof Schöneberg, sage ich mal, dem Ort zu verdanken ist, weshalb es so heißt. Es geht ja inzwischen über die Örtlichkeit hinaus, ganz Berlin. Und Genau. darüber hinaus ist dazu eingeladen, wir haben auch Potsdamer dabei, wir haben aus Falkensee da Frauen dabei, die Unternehmerinnen sind, Netzwerkerinnen, Freiberuflerinnen und so weiter. Liebe Stella, danke schön für das tolle Interview. Ich freue mich, dich Ich danke. dann live und in Farbe zu sehen. Wir zählen ja die Stunden inzwischen rückwärts. Genau. Genau. Ja, ich freue mich sehr, dich und alle anderen auch zu treffen und freue mich auf den Tag. Ja, danke dir. Danke dir auch. Herzliche Grüße. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.